Gleich geht es los mit unserer Alteisen-Reportage zum Thema klassische Festplattencontroller für den Amiga 2000. Oh, Wahnsinn, meine Stimme hört sich richtig geil an, stelle ich gerade fest. Ja, aber zuvor noch ein kleiner Fun-Fact zur vorherigen Folge. Ihr seht hier unsere Kaiserin, die Phase 5 Blizzard 2060. Ja, das ist das schnellste, was es für den Amiga 2000 gibt. Und das, was ihr jetzt hier seht, sind 38 dieser Karten. In eBay umgerechnet liegt hier ungefähr ein Wert von 35.000 Euro. Datum heute. Durch einen Videokommentar bin ich auf die Idee gekommen, mal einen Vergleich zu ziehen auf Basis der Drystones. Und was schätzt ihr denn, was ungefähr den gleichen Leistungsumfang gemessen in Drystones hat wie 38 dieser 2060er Karten? Genau, ein beschissenes Samsung S3 Mini. Beschissen darf ich sagen, weil ich habe eins. Gut, das war's, jetzt haben wir alle mal gelacht. Weiter geht's mit den klassischen Festplattencontrollern zum Amiga 2000. Und wir sind wirklich klassisch. Nein, der Buddha hat noch keinen Klassikerstatus. Viel Spaß und ich halte jetzt die Klappe, es ist echt besser. Zu den wunderbaren Tönen einer MFM-Festplatte heißen wir euch herzlich willkommen zu einem weiteren weiß-blauen Abend. Das Thema ist, wie man unschwer erkennen kann, wieder der Amiga 2000, aber diesmal geht es um Zorro 2 Festplattencontroller, denn die gibt es hier auch in allen verschiedenen Generationsvariationen. Wir haben hier unseren Amiga 2000 ohne Turbokarte, das heißt, das läuft alles auf dem normalen 68000er Prozessor. Und wir haben ihm ein klein wenig Fastram gegönnt. Im Zorro 2 Bereich haben wir 4 MB. Und los geht der ganze Spaß jetzt mit dem Commodore A2090 MFM Festplattencontroller. Tja, das war einer der sehr frühen, einer der ersten Festplattencontroller für den 2000er. Wurde auf dem Commodore im A2000 HD letztlich mitverkauft. Und wie wir sehen, die Geschwindigkeit mit, ja, was das Info ausgibt, 240.000 Bytes pro Sekunde ist jetzt nicht wirklich berauschend, zugegebenermaßen, aber naja, man war ja damals froh, dass man einfach eine Festplatte hatte. Theoretisch hätte der 2090 auch ein SCSI-Interface, aber das ist ein bisschen zickig, mag auch keine allzu großen Festplatten und die kleinen 50-poligen SCSI-Festplatten, die werden auch immer weniger. Wir sind hier, wir haben es also mit dem Old-File-System hier zu tun. Das ist das gleiche Dateisystem, welches auch auf Disketten zum Einsatz kommt. Und jetzt einfach nur mal, um den Vergleich zu ziehen und ein wenig zeitgenössischer daherzukommen, schauen wir uns mal an, wie schnell ein Diskettenlaufwerk ist. Einfach nur, damit es klar wird, woher wir überhaupt kommen hier. Denn ohne Festplatte steht man mit einer Geschwindigkeit da, die deutlich mehr Geduld vom Anwender abverlangt als mit Festplatte. Tja, und man musste natürlich auch ganz häufig wechseln. Diskjockey war damals ein ganz beliebter Beruf. Oh, ich habe vorhin was von 80 gesagt. Okay, wir haben nur 20 Kilobyte. Wir haben nur 20 Kilobyte pro Sekündchen. Und da bringt selbst die alte MFM-Platte locker das Zehnfache. Ich bringe mehr Daten drauf, ich muss keine Disketten wechseln. Und sie werden auch etwas schneller gelesen. Kleiner Nachtrag noch auch zu 2090. Mit Turbokarte arbeitet sie nicht so gerne zusammen, weil das eigentliche Device sollte nicht im Fastram einer Turbokarte liegen. Da schmiert nämlich die Kiste ab. Da muss man dann dafür sorgen, dass das im Chipram liegt. Und zugegebenermaßen, wenn ich eine schnelle Turbokarte verwende, dann will ich auch einen schnelleren Zugriff auf die Festplatte. Die A2090 als solche ist nicht autobootfähig.
Die A2090A hingegen ist autobootfähig, aber man kann auch mit dieser Autobootkarte eine A2090 bootfähig machen. Generell zu A2090, großer Freund bin ich von dieser Kiste nicht. Bei mir versieht sie ihren Dienst im A2000A, einfach weil das Ganze zeitgenössisch schön zusammenpasst. Aber ich nehme an, dass du auch nicht gerade eine Empfehlung zu dieser Karte aussprechen kannst. Nee, definitiv nicht. Es ist in gewisser Weise ein Sammlerstück, was man nicht haben muss. Na dann gehen wir mal weiter im Text. Ja, unser nächster Kandidat folgt der Klausel immer einer mehr als du. Wir haben hier jetzt die Commodore A2091 und damit haben wir es mit dem ersten SCSI-Controller in unserer Runde hier zu tun. Wir starten jetzt erstmal out of the box mit der damals original mitgelieferten SCSI-Festplatte. Das ist eine Quantum, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig, die hat satte 40 Megabyte. Man will es nicht glauben. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier geschwindigkeitsmäßig letztlich schaffen. Für die, die sich wundern, wir haben hier jetzt kein zusätzliches FastRAM mehr gesteckt, weil dieser Controller selbst FastRAM mit sich bringt. Satte 2 MB sind als Tipps verbaut und wie es damals auch tatsächlich war, wenn man die Platte original mit der Diskette eingerichtet hat, es wurde dann nicht das Old-File-System verwendet, wie wir auf der 2090 und der MFM-Platte hatten, sondern hier haben wir wie bei den weiteren Tests das Fast-File-System drauf. Man merkt, das Klicken ist schon mal ein bisschen schneller. Und wir kommen hier auf 800 Kilobyte pro Sekunde. Jetzt auch noch nicht so der wirklich berauschende Wert, ne? Ja, wenn wir überlegen, ist es schon mehr als das Dreifache von dem, was der 2090 mit seiner MFM-Platte geschafft hat. Und jetzt für die weiteren Tests, die wir mit den weiteren Controllern machen, gehen wir der Vergleichbarkeit halber auf einen schnellen Speicher. Wir benutzen eine Compact Flash Karte. Zunächst auch jetzt erstmal an der 2091. So, jetzt haben wir also hier unsere 512 MB umfassende Compact Flash Karte über eine Ist das eigentlich A-Card oder A-Card? Ist ja egal. Sag mal A-Card. Über eine IDE auf SCSI Bridge an unserem A2091 Festplattencontroller angeschlossen. Und wir befragen SysInfo, wie jetzt die Geschwindigkeit des Laufwerks aussieht. Tja. Das ist einmal dann ein deutlich angenehmerer Wert, 1,4 Megabyte knapp pro Sekunde und das für einen 68.000er ohne Turbokarte, ohne irgendwas, das ist ganz angenehm. Ist letztlich auch kein Wunder, die A2091 macht DMA, Direct Memory Access, das heißt, da muss sich letztlich die CPU nicht drum kümmern, wo die Daten hinkommen, sondern das macht der Controller selber. Das Ganze geht in den Z2-Bereich, in den Z2-Speicher und naja, das hat Vorteile, es ist deutlich schneller, hat aber auch Nachteile. Wenn man das Ganze nämlich mit Turbokarten verwendet, die einen eigenen 32-Bit-Speicher haben, dann ist das Ganze eher kontraproduktiv. Darum hat vielleicht auch Commodore damals den eigenen Turbokartenspeicher auch nur im Z2-Bereich gelassen. Möglicherweise. Und zur 2091 gilt noch zu sagen, sie ist, wie auch die Turbokarten von Commodore, ein Kind der Plug-and-Play-Schule. Denn hier muss man nichts großartig softwareseitig nachladen, das Ding wird reingesteckt und es funktioniert. Allerdings, das Schöne ist, auch diese 2091, der kann man noch durchaus ein bisschen was rauskitzeln und auch das wollen wir euch natürlich zeigen. Ja,
Eine Möglichkeit, den A2091 zu frisieren, ist der Einsatz vom Guru-ROM. Und der Guru heißt beim Amiga eigentlich nichts Gutes, aber in diesem Fall... Heißt es, glaube ich, Guru-ROM, weil es ein Guru programmiert hat. Das war Ralf Babbel und dem verdanken wir das Ganze. Und wenn wir uns das mal so anschauen, es bringt tatsächlich was. Wir haben immer noch eine nackte 68.000er CPU, ja. Und wir schaffen hier 1,8 Megabyte pro Sekunde. Und das ist durchaus ein ganz ordentlicher Wert, den wir hier haben. Und wir haben nur das ROM getauscht. Mehr ist erstmal gar nicht passiert. Wir haben es immer noch mit dem A2091 zu tun, allerdings wenn wir uns das jetzige Ergebnis mal anschauen, so hat der Kollege noch mal eine Schippe draufgelegt. Korrekt, das geschulte Auge wird erkennen, das ist auch nicht mehr der 2091 von vorher, sondern das ist ein anderer 2091, bei dem wir hardwareseitig ein bisschen was modifiziert haben. Es gibt den sogenannten sagenhaften 14 MHz Hack. Was bedeutet das? Normalerweise läuft der SCSI-Chip auf der 2091 mit 7,09 MHz und es gibt offiziell eine Möglichkeit, die Karte quasi zu übertakten, wobei das ja indirekt der Commodore damals schon vorgesehen hat. Man muss eine Leiterbahn auftrennen und dann etwas anderes miteinander verbinden. Das findet ihr mehrfach gut beschrieben tatsächlich im Internet. Und man sollte dann allerdings einen anderen SCSI-Chip verwenden. Es gibt ja von diesem wunderbaren SCSI-Chip mehrere Möglichkeiten und da bräuchte man dann bitte entweder die 08er, bitte keine Protos mehr verwenden, die schaffen das einfach nicht, oder aber einen aktuellen Austauschchip, den wir dazu haben. Und ihr braucht da dann tatsächlich für diesen WD33C93A einen Ersatzchip. Den gibt es auch noch zu kaufen, quasi mehr oder minder New Old Stock, wie man so schön sagt. Und der kostet auch nur ein paar Euro und der ist auch tatsächlich für 16 MHz dann vorgesehen. Und damit haben wir natürlich keine Schwierigkeiten mit 14 MHz. Und wir merken, okay, 2, irgendwas Megabyte, fast 2,3 Megabyte pro Sekunde, immer noch bei einem nackten 2000er ohne Turbokarte, das lässt sich mehr als sehen, denke ich. Aber da geht noch was. Selbstverständlich. Es ist immer noch die A2091 mit unserer Compact Flash Karte über die A-Card Bridge angeschlossen. Und ein Schnaps ging noch oben drauf. Und noch ein wenig was ging alleweil. Jetzt haben wir hier knapp 2,5 Megabyte pro Sekunde. Und das ist ein mehr als ordentlicher Wert. Wie gesagt, immer noch Standard 68K CPU. Also da arbeitet keine andere beschleunigte Turbo-Variante dazu, um da irgendwie den Zugriff letztlich noch mal ein bisschen Feuer zu machen. Und von dem her gesehen, für einen nackten 2000er ist es ein sehr angenehmer Wert. Ja, wenn man mal überlegt, wo wir jetzt hier hergekommen sind, die ursprüngliche Original-SCSI-Platte, die drauf war, die lag so um die 800. Genau, ziemlich genau, ja. 800 Kilobyte pro Sekunde. Und jetzt haben wir das Ganze im Prinzip verdreifacht. Also unterm Strich, die A2091 ist durchaus noch einer Beachtung wert, auch wenn man jetzt damit noch Spaß haben will. Ganz genau. Wie gesagt, einzige Beachtung, wie ich schon mal gesagt habe, wer eine Turbokarte mit eigenem 32-Bit-Speicher hat, der sollte sich das vielleicht zweimal überlegen, weil der DMA dann in den falschen Speicher läuft. Nämlich in den Fastram auf der A2091. Und dann wird es wieder langsam, weil dann haben wir einen Umweg über den Chipram, um in den Fastram der Turbokarte zu kommen. Das ist halt bauartbedingt. Und so viel jetzt erstmal zur 2091. So,
Schon der nächste Controller im Bunde ist wieder ein SCSI-Controller, auch wieder mit eigenem FastRAM mit Onboard von GVP. Das ganze Ding der Series 2 und auch wieder hier verbunden mit unserem CF-Kärtchen. Und das Ding schafft auch knappe 2 Megabyte pro Sekunde auf einem nackten 68.000er Prozessor. Auch diese Karte, die GVP-Karten, machen DMA, und zwar in dem FastRAM, der hier auf der Karte installiert ist. Das ist auf so einem Nacken-System eine wirklich tolle Sache. Wir merken, das ist schnell, das ist wirklich schnell. Allerdings, auch hier gilt, wenn ich natürlich eine Turbo-Karte habe mit eigenem 32-Bit-FastRAM, habe ich die gleichen Probleme wie mit einer 2091. Vorteil bei der Karte ist, letztlich kann ich bei einem nackten System, Turbokarten kosten ja auch für einen Amiga mittlerweile ein bisschen Geld. Ach komm. Doch, tatsächlich, habe ich mir sagen lassen. Scheiße. Mit Geld kann man vieles richten. Aber hier kann ich zumindest das ganze Ding auf 8 Megabyte FastRAM bringen und das dann doch mit günstig zu erwerbenden 30-poligen Sims. Ich kann 2, 4, 6 und 8 MB einstellen. Das heißt, ich kann damit auch dann relativ gut einen Bridgeport betreiben und kann dann trotzdem den FastRAM so weit wie möglich ausschöpfen. Nettes Gerät und trifft man auch immer wieder. Gibt es auch ohne FastRAM letzten Endes onboard. Dann sollte man halt irgendwo eine FastRAM-Karte drinnen haben. Gut, was aber nach wie vor gilt, das FastRAM steckt im Zorro 2-Bereich drin. Richtig. Das heißt also, man muss immer auf die Gesamtheit vom System achten. Mehr wie 8 MB in Summe gehen auf dem Bus nicht. Als nächsten Plattencontroller haben wir hier den Octagon am Start. Auch wieder ein SCSI-Controller mit FastRAM on board. Richtig, mit 2 MB ausgerüstet und manche mögen jetzt enttäuscht sein. Hier haben wir nur wieder 820 Kilobyte pro Sekunde stehen. Ist aber irgendwie auch ganz klar, der Octagon macht eben kein DMA, sondern der macht das Ganze per Polling sozusagen. Da muss sich die CPU drum kümmern, dass die Daten irgendwo im Speicher hinwandern. Und da ist natürlich eine 68.000er CPU, so wie wir es hier in unserem Vergleichssystem haben, fast ein bisschen schwachbrüstig. Das Ding wird schon schnell. Ja, also wenn ich hier zum Beispiel eine 2630 verwende oder sowas, dann schafft das Ding locker auch über 2 Megabyte pro Sekunde. Und vor allem, ja, also denk mal an die wunderbare Fusion 14, die wir vorher hatten, eine doch sehr flotte Turbokarte ohne eigenen SCSI-Controller, aber mit eigenem 32-Bit-RAM. Da macht das Ding tatsächlich Spaß. 2,7 Megabyte pro Sekunde habe ich da tatsächlich schon mal bei einem Freund gesehen und hat halt den Vorteil, kein DMA in den Zorro 2-Bereich. Das heißt, es muss sich zwar die CPU darum kümmern, aber in dem Fall ist es dann eher ein Vorteil. Also aus dem Stand springt der sozusagen nicht sonderlich hoch, aber mit dem entsprechenden Rüstzeug kann man mit dem Teil richtig gut Spaß haben. Ein paar Anabolika in den Turboslot und alles ist gut. Empfehlung für den heutigen Betrieb? Auf jeden Fall, oder? Definitiv, der ist auch noch recht gut zu bekommen und ist ein sehr gutmütiger SCSI-Controller zugegebenermaßen. Es gibt ja auch ein paar Zicken und der ist auf jeden Fall ein gutes System. Vor allem, ich habe auch schon mal ein bisschen FastRAM drauf und von dem her tatsächlich Empfehlung. Tja, und wieder haben wir das ganze System gewechselt. Der SCSI-Controller liefert uns freundlicherweise ja sogar einen Startscreen. Das ist der Wahnsinn. Und tja, zusätzlich haben wir auch wieder 4 Megabyte FastRAM verbaut, damit wir auch immer etwas FastRAM im System haben. Was ist das? Ja, das ist ein Evolution 2000 SCSI-Controller und der kommt von der Firma Magrow System und war eine günstige Variante, früher mal so ein System mit einer Festplatte zu erweitern. Und naja, das günstig merkt man irgendwie auch jetzt schon so ein klein bisschen, weil die Wartezeit war vorher irgendwie nicht so lang, bis wir endlich mal was gesehen haben.
und er ist halt immer noch brav am Bit schaufeln. Eine Sache ist bei diesem Controller sehr wichtig: Achtet auf die ROM-Version. Es sollte zumindest die Version 3.0 sein, weil nur dann kann ich das ganze System relativ gut aufbauen und einrichten. Und zwar ist es nur dann komplett, wie man so schön sagt, RDW-kompatibel. Die früheren ROMs, da brauche ich dann die komplett eigene Diskette, um das System einzurichten. Und das ist dann irgendwie ein ganz bisschen lästige Angelegenheit, finde ich. Aber jetzt könnten wir schon mal so langsam in die Workbench reinkommen. Das finde ich ehrlich gesagt auch. Er lässt uns da ein wenig warten, aber auch der macht kein DMA. Ja, der zieht sich, da muss die CPU die Bits ziehen und ein Bit nach dem anderen rüberlegen. Ein Bild, ein Königreich für eine Workbench. Hey, wir haben es geschafft, mit dem Teil zu booten. Sensationell. So langsam fühlt er sich doch eigentlich gar nicht an. Naja, fühlt man mal auf den Zahn, würde ich sagen. Ah ja, das braucht auch schon ein klein wenig länger. Da sind wir nicht mehr ganz so im spaßigen Bereich, würde ich sagen. Wie ich mir schon gedacht habe, ungefähr ein halbes Megabyte pro Sekunde schaufelt der Controller. Und naja, deutlich langsamer als der Octagon. Letztlich, wie gesagt, auch hier Pio. Das heißt, die CPU muss sich darum kümmern. Sie kümmert sich bloß nicht so gut wie im Octagon. Formulieren wir das einfach mal so. Klar, auch der Controller legt zu, wenn ich eine Turbokarte einbaue. Er ist besser als kein SCSI-Controller bzw. als kein Festplattencontroller im System, aber der Spaßfaktor ist ein bisschen geringer, finde ich. Ich traue mich fast nicht zu fragen. Empfehlung? Habe ich einen anderen? Nein. Habe ich keinen anderen? Besser als keiner ist er auf jeden Fall. Also eher nicht. Eher nicht. Okay, und hier geht auch nichts mehr. Hier geht auch nichts mehr. Wie gesagt, nur wichtig, wenigstens die drei ROMs verwenden. Ansonsten macht er noch weniger Spaß. Gut, gehen wir weiter. So, der Psycho-Killer beim CDTV-Spiel, welches genauso heißt, sagt irgendwo zwischendrin Time for a Change of Style. Und wir haben hier jetzt den AT-Bus und der Name ist Programm. Das ist kein SCSI mehr, sondern wir haben hier jetzt unsere Compact-Flash-Karte, die immer noch die gleiche ist, über IDE angeschlossen. Der AT-Bus 2008 ist, ein wunderbarer IDE-Controller, ist eigentlich ein ganz nett kompatibles Gerät. Ein Wunschgerät für viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Bietet auch die Möglichkeit, bis zu 8 MB Fastram auf dem Teil unterzubringen. Arbeitet IDE-mäßig, so wie mir bekannt ist, alle Controller im Amiga-Bereich ohne DMA. Das heißt, die Daten werden von der CPU hin und her geschaufelt. Und das macht die CPU bzw. da lässt sich der Controller von der CPU durchaus ansehnlich helfen. Wir haben zumindest die Megabyte-Marke pro Sekunde tatsächlich geknackt. 1,1, fast 1,2 Megabyte pro Sekunde. Auch das, finde ich, ist ein ordentlicher Wert für den unbeschleunigten A2000. Mit einer Turbokarte geht es auch deutlich über 2 Megabyte. Da schaffen wir auch mal die 2,5. Das ist möglich mit dem Teil. Nun, vielleicht noch ergänzend dazu. Der AT-Bus ist im 2000er der gleiche wie die Erweiterung, die man auch für den Amiga 500 kriegen kann. Da gibt es auch einen AT-Bus, die Dinge sind baugleich. Empfehlung? Definitiv, wenn man so einen bekommen kann. Also der ist auch tatsächlich im Großen und Ganzen Plug and Play. Ich kann die IDE, die Geräte dran betreiben. Da sollte man schauen, da gibt es ja ein spezielles ROM, nämlich das Octapussy. Dann macht das Ding auch mit größeren Festplatten Spaß. Das Standard-ROM, die Version geht bis 6.1.0, also praktisch 6.10. Und da sind tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten bekannt mit großen Festplatten und auch mit dem ein oder anderen Wechselmedium. Und das Ganze würde beim Octapussy ROM dann durchaus behoben.
Und jetzt wieder eine Karte aus dem Freundeskreis von Jens Schönfeld, dem Chef von Individual Computers. Eine Apollo-Karte. Richtig, eine Apollo 2000. Ist ein ganz netter Controller, der hat nämlich IDE und SCSI eigentlich zur Verfügung. Allerdings zum Einrichten ist jetzt nicht ganz so das Angenehme, weil das muss man definitiv über die hoffentlich mitgelieferte oder aus dem Internet organisierte, downgeloadete Diskette machen. Ansonsten fehlen ihm nämlich wichtige Informationen im RDB. Da kann man zum Beispiel Eintragungen treffen, dass er einen Lese-Schreib-Cache und solche Dinge aktiviert. Und wenn da nicht manche Daten drinnen stehen von diesem IDE bzw. von diesem SCSI, dann funktioniert das nicht. Dann wird er euch nicht booten. Und das ist dann natürlich ärgerlich, wenn ihr meint, ich kann da einfach auf ein apollo.at.device zugreifen beim Einrichten meiner Festplatte und das Ding haut nicht hin. Also kurzum gesagt, was wir jetzt gerade eben hier auch live gehabt haben, alle Karten, die wir zuvor am Laufen gehabt haben, da konnten wir einfach so unsere Compact Flash-Karte mit dem gleichen System vollkommen unverhindert, gleiche Software anschließen und es lief sofort. Die Apollo hatte darauf keine Lust. Wir haben hier eine andere Compact Flash-Karte drauf, welche für diese Karte bereits eingerichtet ist. Und an sich ist der Apollo IDE-Controller, wenn er denn mal auch läuft und wenn man ihn korrekt eingerichtet hat, gar nicht mal so übel. Ich meine, wir schaufeln hier auch ein bisschen mehr als der AT-Bus drüber. Mag sein, dass wir im statistischen Bereich sind und dass vielleicht die CF-Karte ein bisschen schneller ist oder was auch immer. Aber auch hier bewegen wir uns ungefähr bei 1,2 Megabyte pro Sekunde. Auch das ist wieder Pio, das heißt, die CPU muss sich darum kümmern, dass die Daten entsprechend von dem Medium geholt werden und in den RAM geschrieben werden. Aber ich denke, das lässt sich sehen. Diese Variante, die wir hier haben, der Apollo 2000, der bietet auch noch Fast-RAM-Möglichkeiten bis maximal 8 Megabyte. Es gibt auch eine Variante letztlich ohne Fast-RAM, da fehlt allerdings dann auch die SCSI-Zuordnung, die ist auch nicht mehr verbaut. Auch den gibt es und besser als kein IDE-Control ist das Ding auf jeden Fall. Und was würde ich vorziehen? Wahrscheinlich den AT-Bus, wenn ich die Wahl hätte. Andererseits, hat man da heute noch groß die Wahl? Wahrscheinlich nicht wirklich. Wo würde das theoretische Maximum liegen? Das ist ja bedingt durch den Zorro 2 Bus, den wir hier im A2000 anstehen haben. Also rein theoretisch müsste ja da irgendwo eine Obergrenze sein, was die maximale Datenmenge angeht. Ich denke, da sind wir ungefähr wohl bei 3,5 Megabyte pro Sekunde, wo das theoretische Maximum ist. Es gibt einen FastSCSI 2 Controller oder sowas, glaube ich, von Kupke. Und der ist dann, wie so schön heißt, nur durch dieses theoretische Maximum des Zorobusses beschränkt. Der würde natürlich rein vom SCSI-Controller her bis ca. 10 Megabyte pro Sekunde schaffen, aber da ist natürlich weit vorher Schluss. Ja, und das wäre es jetzt erstmal für die Zorro 2 Festplatten-Controller. Es war nur eine gewisse Auswahl von den gängigen Karten, wie wir jetzt denken, dass es möglicherweise die gängigsten Karten damals waren. Eins muss nach wie vor ganz klar sein, wer maximale Performance will, das heißt optimal gestalteten Datendurchsatz, der kommt nicht um eine Turbo-Karte herum, welche einen eigenen Plattencontroller mit dabei führt, schlichtweg um den Zorro 2 Bus zu umgehen. Korrekt, und auch da sollte man nicht irgendeine nehmen. Wir hatten ja in einer vorigen Folge ja die Turbokarten für den A2000 mal kurz angesprochen und auch vorgestellt. Da kam ja auch die Apollo 2030 vor. Die hat ja, wie du korrekterweise gesagt hast, einen SCSI-Controller drauf, aber das ist einer aus der Kiste bitte zulassen, das heißt nicht verwenden. Das ist ein SCSI-Controller, der macht nicht wirklich Spaß, der ist schlecht zum Einrichten, der SCSI-Controller hat Schwierigkeiten mit vielen Festplatten und bringt auch geschwindigkeitsmäßig jetzt nicht wirklich einen deutlichen Vorteil gegenüber einer Zorro-Lösung. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat oder stolzer Besitzer zum Beispiel einer Blizzard-Variante ist, ja, egal ob die 2040 oder die 2060, die hat einen vernünftigen SCSI-Controller drauf. Oder aber auch
haben wir nicht gezeigt in unserem Turbokarten, in unserer Turbokarten-Folge. Es gibt ja auch die GVB-Controller, die Combos, die sind da durchaus verbreitet. Die haben diesen Series 2 SCSI-Controller drauf auf dem Controller, auf der Turbokarte, und da macht dieser Controller auch DMA in den Turbokartenspeicher. Nur interessanterweise ist der Datendurchsatz geringer, als wenn ich die Zoro 2 Variante tatsächlich wähle. Das ist vor allem ärgerlich, wenn man die Combo 040 hat. Das ist eigentlich eine flotte Karte, aber wenn der SCSI-Controller so um die 2 Megabyte pro Sekunde schaufelt, kann man da überhaupt dann von Schaufeln sprechen in dem Fall? Schwierig, schwierig. Schippt. Er schippt ein klein wenig, und das macht dann zum Beispiel mit OS 3.9 nicht mehr wirklich Spaß. Also abschließend auch hier, wie bei den Turbokarten, auch bei den Festplattencontrollern oder sagen wir mal generell bei Aufrüststeckkarten für den Amiga, sei es jetzt 2000, 3000 oder 4000 oder auch bei den kleinen Amigas. Es ist nie verkehrt, sich vorher ausgiebig zu informieren, wie das Ganze aussieht, welche Vor- welche Nachteile es gibt und vor allem, was es zu beachten gibt bei dem ganzen Gespiel. Denn in aller Regel, wer einen Big Box Amiga hat, der wird es nicht bei einer einzigen Steckkarte belassen, sondern möchte da möglicherweise auch noch mehr reinrüsten, und spätestens dann sollte man ein Gesamtbild mal abgeben in einem der einschlägig bekannten Foren, was man vorhat, bevor man dick Geld investiert, damit der ganze Spaß am Schluss auch tatsächlich funktioniert. In diesem Sinne, es hat mir Spaß gemacht, Mick. Ja, sowieso, immer wieder gern. Sag mal unterm Strich, Adele, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Servus. Memo A 2090, die ersten Versionen hatten kein Autoboot. Lässt sich aber nachrüsten, da gibt es eine kleine Zusatz-Zorro-Karte, wo dann die Bootroms draus sind. Brauchst du ein Büttel davor? Aber immerhin zeigt er uns ein Startscreen, dass man sieht, dass was passiert. Kriegt man auch nicht alle Tage. Definitiv. Jetzt wäre es halt bloß schön, wenn er mal was machen würde, ne? Das Sack. Und ein Bit nach dem anderen rüberlegen. Und ich weiß nicht, wir könnten den x-ten Kaffee heute Abend trinken, wäre eine Möglichkeit. Irgendwann sollte ein Bildchen kommen. Du kannst mir viel erzählen. Ah. Wenn der Tag lang ist. Das sieht nicht gut aus. Nö. Gut, stoppen wir es.